So, jetzt sind wir bei einer alten Ziegelei. Mal schauen, wie wir reinkommen hier. Das ist alles zu, der Zaun bis hier auf die eine Stelle. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Ich melde mich dann, wenn ich drinnen angekommen bin. Da hinten ist das Objekt der Begierde. Das war mal eine große Ziegelei. Hier ist der Zaun auf. Da vorne laufen Leute, aber die interessiert mich nicht. Wir laufen jetzt einfach mal hier entlang. So, ich laufe hier hinten rum und melde mich dann, wenn ich drinnen bin. Bis gleich. Na gut, jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Oh, wie war eine große Ziegelei. Hier lagert jemand Brennholz. Ist das Seil doch schon eingefallen? Muss mich hier bloß ein bisschen ruhiger verhalten. Jetzt probiere ich mal hier irgendwie rüber zu kommen. Gibt auch noch eine große Halle. Meld mich dann von dort wieder. Bis gleich. So, jetzt schauen wir mal, wie man zu der großen Halle kommt. Gibt es einige Gebäude, Werkstätten. Man muss bloß vorsichtig sein, denn der, wo ich in der Nähe wohne, der züchtet so Schafshütehunde. Nicht, dass die hier auch irgendwo im Gelände sind. Was haben wir hier? Werkstatt und Magazin. Alle geile Werkbank. Thank you.
So, ich melde mich dann bei der nächsten Halle. So, jetzt bin ich hier. Ich probiere jetzt dann hier mal in die Halle zu kommen. Hier haben wir den großen Schornstein, beziehungsweise auch Essel genannt. Riesig. Jetzt schauen wir mal, hier in die Halle kommen. Und melde mich dann, wenn ich in der Halle bin. Auch hier. Können wir gleich rein, schauen wir mal. Hier, guck mal rein, das ist gut. Ich gebe gleich mal die Halle hier. Ist riesig. Hier sind wir auch noch das Produkt. Hier wurden Ziegelsteine hergestellt. Hier sind wieder die Öfen. Hier ist wahrscheinlich die Mauer eingefallen. Aber die Halle hier ist auch gigantisch. Jetzt schauen wir mal, noch hier übrig ist. Auch ich habe was Cooles entdeckt, da gehen wir gleich hin. Hier haben wir nochmal ein paar Brennöfen. So, ich melde mich gleich wieder. Hier werden hier noch Bretter gelagert. Deswegen machen wir hier mal einen etwas schnelleren Durchgang. Wie normal. Das ist ein moderner Ofen. Das war wahrscheinlich der Trocknungsofen hier. Ich rede jetzt extra nicht viel, weil ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Ich muss jetzt auch die liegenden Bretter. Das Gelände ist so eingezäunt. Ich melde mich gleich wieder bei euch. Okay, wir können auch noch gleich laufen. Jetzt war es wahrscheinlich ein bisschen dunkel. So, da freue ich mich, was mit dem Brennofen zu tun hier.
nochmal die alten Öfen. Hier zum Beispiel. Da wahrscheinlich der Heizungsarm. Dach eingefallen. Hier haben wir dann die alten Brennöfen noch. Auch hier sieht man schon, wie sich die Natur wieder alles zurückholt. Ich kann mal schauen, ob ich irgendwas hier drüben finde. Dann bin ich euch dann wieder. Ich glaube, das hier auch mal beim Ofen. Ohne, also da fehlt das. Der Dachstuhl. Dachstuhl. Ach, weißt du, was ich meine? Mach ich mal den Schornstein raus. Rauskommen. Mir geht es hier leider nicht mehr zu sehen. Mal schauen, vielleicht noch ein, zwei Nebengebäude, wenn ich sehe. Zum Beispiel hier in der Bodenhalle. Hier ist wahrscheinlich das größere Ziegelei. Jetzt gehen wir jetzt mal hier wieder raus. Ich melde mich dann gleich wieder bei euch. Bis später. Jetzt habe ich hier noch ein Gebäude. Scheinbar auch bloß so Werkstätten, nicht nur alter Ofen. Hier ist der Boden schon durch, also gibt's nichts Besonderes mehr. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen, ne? War halt mal wieder ein kurzes Lust. Und ich begebe mich jetzt mal wieder zurück zum Auto. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich weiß nicht, wann ihr das Video anschaut. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Daumen da zu lassen. Und bis zum nächsten Video. Also, wie gesagt, wir sind jetzt 4 Tage hier auf Rügen. Mal schauen, was wir noch ein bisschen entdecken. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Urbex-Fossi.